Willkommen zurück. Im letzten Video haben wir mit Git Clone gearbeitet. Jetzt geht es ein bisschen weiter mit Konzepten. Git unterscheidet grundsätzlich zwischen zwei Arten von Dateien. Einerseits Dateien, die es kennt und selber verwaltet. Das zeigt man auf Englisch als Tracked. Und solche Dateien, die es nicht selber verwaltet, die ihm noch unbekannt sind, die sind Untracked. Bei Tracked-Dateien, also Dateien, die durch Git verwaltet werden, wird weiter zwischen drei Zuständen unterschieden. Als erstes mal Unmodified. Der Zustand einer Datei ist einfach so, wie er zuletzt ins Repository geschrieben worden ist. Der wurde nicht verändert. Zweitens gibt es den Zustand Modified. Das heißt, eine Datei wurde im Arbeitsverzeichnis verändert. Es ist nicht mehr so, wie nach dem letzten Clone-Vorgang zum Beispiel. Nicht mehr im Originalzustand. Und der dritte Zustand ist Staged. Das heißt, eine Datei wurde nicht nur verändert, sondern auch für den nächsten Commit vorgemerkt. Es ist noch nicht, die Änderung ist noch nicht im Repository drin, aber es ist vorgemerkt für den nächsten Commit. Schauen wir uns mal unten die Grafik an, die ist recht groß. Er hat die verschiedenen Zustände hier, also das ist Untracked hier und diese Sachen hier wären dann Tracked, wobei die hier schon aufgeschlüsselt sind auf die Unterzustände, Unmodified, Modified und Staged. Schauen wir uns mal so einen typischen Arbeitsablauf an. Sie haben ein Repository und machen jetzt dort eine neue Datei, also legen die Datei an. Schreiben hier etwas hinein, dann ist einfach die Datei mal untracked. Jetzt können Sie die Datei vormerken, damit sie zum nächsten Commit kommt. Jetzt ist die Datei staged. Sie können mehrere Dateien so vormerken. Sobald Sie dann den Commit machen, ist die Datei also eigentlich committed, aber gleichzeitig unmodified, weil keine Änderung gegenüber dem Stand des Repositories vorliegt. Wenn Sie dann einen Edit machen, das ist jetzt kein Git-Befehl, sondern einfach etwas, das Sie im Texteditor machen, dann hat die Datei den Zustand Modified. Wenn Sie es mit Git Add vormerken, dann ist es wieder im Staging-Bereich, dann ist es wieder Staged. Dann Commit wird es wieder Unmodified. Also wir fangen an, die Datei ist Untracked, wir fügen sie hinzu in den Staging-Bereich, wir machen einen Commit, wir verändern sie wieder. Und stagen sie wieder und dann dieser Ablauf wird dann immer und immer wieder stattfinden. Die anderen Befehle, RM, Reset und so weiter, schauen wir dann die nächste Woche an. Also einfach so ein bisschen der Lebenszyklus und diese Grafik hilft Ihnen vielleicht dabei, die Befehle ein bisschen besser einordnen zu können. Jetzt gibt es den Befehl git status und damit lässt sich anzeigen, wieso der Zustand eines Repositories ist. Und Git Status gibt Ihnen recht viele Sachen aus, also sehr viele allgemeine Informationen. Und dann gibt es eben noch den Befehl Git Status --short. Da gibt das Ganze ein bisschen kompakter an. Aber schauen wir zuerst mal an, was Git Status ausgibt. Also das ist der obere Teil der Ausgabe und dann kommt hier, sagen wir mal, jetzt den wichtigeren Teil für unsere Betrachtung. Es gibt da mehrere Abschnitte. Erstens Changes to be committed. Das ist der Staging-Bereich. Hier habe ich zwei Dateien drin. Addition.c und params.c. Es wäre jetzt in ein C-Programm, ist ja nicht so wichtig. Könnten auch Python-Dateien sein oder JavaScript. Ist hier nicht so wichtig. Ich habe einen zweiten Bereich. Changes not staged for commit. Also die sind, hier wurde jetzt geändert, aber die sind nicht vorgemerkt im Staging-Bereich. Addition.c und hello.c. Und dann der dritte Bereich, Untracked Files. Hier habe ich die Datei License. Die existiert zwar, aber die wurde noch nicht vorgemerkt für den nächsten Commit. Gehen wir vielleicht nochmal zur Grafik zurück. Also Staged, Unmodified und Modified. Untracked, das sind so die Zustände, die wir haben. Schauen wir hier, Changes to be committed. Die sind Staged, also die kommen in den nächsten Commit. Changes not Staged for Commit. Die wurden verändert, aber noch nicht vorgemerkt und eben untracked. Die sind noch Git gar nicht bekannt. Die Unmodified-Dateien werden natürlich hier nicht angezeigt, weil man geht davon aus, dass eine Datei standardmäßig unmodified ist. Wenn die jetzt mal aufgelistet werden würden, dann gäbe es eine sehr lange Ausgabe. Etwas, was hier auffällig ist, wir haben hier die Datei addition.c in beiden Bereichen.
Also die ist sowohl staged als auch unstaged. Jetzt ist die Frage, wie kann etwas gleichzeitig staged und nicht staged sein? Das schließt sich ja gegenseitig aus. Wichtig ist hier das Konzept. Es geht nicht nur um eine Datei, sondern auch um Änderungen an einer Datei. Mit Git verwalten Sie ja nicht unbedingt Dateien, sondern Änderungen verschiedener, also verschiedene Zustände von Dateien. Jetzt, ich erkläre Ihnen dann gleich, wie das so weit kommen konnte. Ich sage nur so viel bis jetzt. Die Datei edition.c, die hat eine Änderung drin, die vorgemerkt worden ist für den nächsten Commit. Und die hat aber auch eine Änderung drin, die noch nicht vorgemerkt worden ist für den nächsten Commit. Das ist die Ausgabe von Git Status. Ich gehe jetzt mal weiter. Das wäre die gleiche Ausgabe, einfach mit einem Format, das man durch Git Status Short erhält. Das sieht sehr viel kompakter aus, vielleicht ein bisschen kryptisch, wenn man noch nicht bekannt ist mit dieser Ausgabe. Aber ich sage Ihnen, was hier auf dieser Folie hier unten steht und was hier unten steht, sagt eigentlich genau das Gleiche aus. Wobei es hier noch ein paar Hilfsinstruktionen hat. Ein erfahrener Benutzer braucht diese Instruktion nicht mehr und sieht auf den ersten Blick, was hier Sache ist. Was sehen wir hier? Wir sehen nochmal die Dateinamen. Jetzt wird Edition.c nur noch einmal aufgelistet. Hier war es zweimal. Die anderen Dateien werden ebenfalls einmal aufgelistet. Links haben wir jetzt so AM, MA, Fragezeichen, Fragezeichen. Also wir haben hier links offenbar irgendwie zwei Spalten. Upsa. Und rechts haben wir noch eine Spalte mit den Dateinamen. Ich stelle es ein bisschen anders dar. Die linke Spalte, die handelt vom Staging-Bereich, die mittlere Spalte vom Arbeitsverzeichnis und die rechte Spalte ist der Dateiname. Was sagt das jetzt aus? Also AM, Fragezeichen und so weiter. Es gibt ja noch andere Zustandsmarkierer, die schauen wir heute nicht an. Ich habe die Datei edition.c. Lassen wir die mal, die ist ein bisschen komplizierter. Fangen wir vielleicht mal von unten an. Also License hat zwei Fragezeichen. Vorher stand hier, dass License untracked ist. Das heißt, License ist Git weiß nicht, was es damit machen soll. Es ist zwar im Arbeitsverzeichnis, aber wird nicht durch Git verwaltet, ist auch noch nicht gestaged. Darum wird hier mit zwei Fragezeichen angezeigt. Das bedeutet untracked. Die Datei params.c, die hat im Staging-Bereich ein A, im Arbeitsverzeichnis steht nichts. Das A steht für staged, also wahrscheinlich wie added. Git add fügt ja zum Staging-Bereich hinzu und darum ist hier eben die A oder das A. Also hier wurde was geändert und dann wurde es gestaged. Hello.c hingegen hat im Staging-Bereich nichts angemerkt. Im Arbeitsverzeichnis steht aber eine M. M wie modified, das wurde verändert. Es wurde eine Änderung vorgenommen, die ist aber noch nicht vorgemerkt für den nächsten Commit. Und jetzt gehen wir zurück zu Edition.c, die hat jetzt eben zwei Änderungszustände. Einerseits wurde eine Änderung im Staging-Bereich vorgemerkt, andererseits wurde sie auch im Arbeitsverzeichnis verändert. Ich habe ja vorhin gesagt, wenn ich eine Datei modifiziere, hat sie hier eine M und sie mit Git add in den Staging-Bereich hinzufüge, dann ist diese M weg und wird hier zu einem A. Was ist hier passiert bei Edition.c? Ganz einfach, die Datei wurde verändert, hat so einen M, wurde mit Git add in den Staging-Bereich überführt, hat dann eine A, die M war weg. Und jetzt wurde es nochmal geändert, darum kommt das M hier wieder zurück. Also die erste Änderung ist vorgemerkt für den Commit, die zweite Änderung noch nicht. Das ist wichtig, das muss man unterscheiden können. Also diese kompakte Darstellung hier ist so aufgeschlüsselt und auf der nächsten Folie haben Sie nochmal alles erklärt. Aufgabe 3. Schauen wir mal, was wir tun müssen. Jetzt wollen wir das mal ein bisschen üben, was wir hier in der Theorie gesehen haben. Ich mache die Git Bash auf. Ich scrolle hier ein bisschen herunter. Nicht ganz einfach auf der VM. So, für die weiteren Aufgaben wird das Repository Git Exercises verwendet. Also darum gehe ich mit CD ins Verzeichnis Git Exercise zurück. Das habe ich ja selber erstellt vorher mit Git Init. Aufgabe 1.
erstellen Sie in Ihrem Repository die folgenden Textdateien mit dem jeweiligen Inhalt. foo.txt mit dem Inhalt foo, bar.txt mit dem Inhalt bar und cooks.txt mit dem Inhalt cooks. Diese Bezeichnungen sind sogenannte metasyntaktische Variablen, das sind einfach sinnlose Wörter, die eigentlich nichts aussagen, die man eben beim Programmieren oft verwendet. Also ich muss drei Dateien erstellen mit jeweils einem String drin. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie ich das erzeugen könnte. Ich könnte zum Beispiel, gehe mal auf die Windows-Taste, mache hier irgendeinen schlechten Texteditor auf namens Notepad und schreibe jetzt hier foo hinein. Bisschen klein von der Schrift her, ich hoffe man sieht es. Datei, speichern unter. Gehe dann in beim Laufwerk C, C hier auf Benutzer, Patrick und ins Git Exercise hinein und speichere es unter foo.txt ab. Speichern. So. Und jetzt, wenn ich ls eingebe, sehe ich, ich habe die Datei foo.txt, mit cat kann ich sie ausgeben. Ja, da steht foo drin. Das ist die eine Variante, die GUI-lastige Variante. Zweite Variante machen wir mit bar.txt. Ich mache einfach echo, gebe etwas aus, und zwar den String bar und leite den weiter in die Datei bar.txt. Mit cat bar überprüfe ich das. Ja, es ist reingeschrieben worden. Jetzt gibt es noch eine Variante mit cat selber. Also mit cat kann man auch Dateien beschreiben. Und das ist gerade dann sinnvoll, wenn ich mehrere Zeilen einfügen möchte. Ich mache es mal für eine Zeile. Ich gebe cat ein und sage, die Ausgabe von cat soll dann in die Datei cooks.txt kommen. Drücke Return. Und jetzt bin ich so quasi in einem Pseudo-Editor drin. Cat liest jetzt von der Standardeingabe, also was ich eintippe, und gibt das dann aus in die Datei. Und hier kommt einfach der Inhalt cooks. Ich kann mal Return drücken und drücke dann Ctrl-D. Damit beende ich die Ausgabe und siehe da, ja, es wurde tatsächlich reingeschrieben. Also mit dem Notepad über das GUI arbeiten, mit einem anderen Texteditor wäre Variante 1. Mit Echo arbeiten wäre Variante 2. Mit Cat arbeiten wäre Variante 3. Ich verwende gerne den Texteditor Vim. Dann könnte ich zum Beispiel foo damit bearbeiten. Sie können vielleicht den Texteditor Nano verwenden. Damit sollten Sie zurechtkommen. Sie müssen einfach schauen, hier unten dieses Circumflex X bedeutet, dass Sie Ctrl X eingeben müssen. Dann sind Sie wieder draußen. Üben Sie mal so einen Texteditor, wie man den bedient. Vielleicht macht Sie die Variante mit Echo und Cat auch einmal. Es ist hier sinnvoll, verschiedene Varianten zu kennen. Also die Dateien haben wir erzeugt. Was müssen wir als nächstes tun? Führen Sie nun den Befehl git status -short aus und betrachten Sie die Ausgabe. Git status -short. Und ich habe jetzt hier drei Dateien mit zwei Fragezeichen. Die sind also untracked. Aufgabe 3 oder Teilaufgabe 3. Führen Sie diesen Befehl erneut aus. Holen ihn einfach zurück und leiten Sie die Ausgabe in die Datei Aufgabe 3.out weiter. Und eben die Umleitung haben Sie beim Echo-Befehl gesehen. Ich kann hier so ein dieses größere Symbol nehmen. Aufgabe 3.out. Und jetzt ist das dort drin abgespeichert, die ganze Ausgabe. Lustigerweise ist Aufgabe 3 auch schon hier in dieser Ausgabe drin, weil wenn ich diesen Befehl ausführe, wird zuerst die Datei Aufgabe 3 erzeugt und dann wird etwas reingeschrieben. Das ist ein häufiger Fehler. Also wenn man das nicht beachtet. Darum ist die Ausgabe jetzt nicht mehr ganz gleich wie bei Teilaufgabe 2. Das wäre mal die Aufgabe 3 gewesen. Ich bin dann gleich zurück mit dem weiteren Stoff und den weiteren Aufgaben. Bis dann.